10 Jahre in Güssing. Expleo testet das Feiern. Anlass für freudig strahlende Gesichter ist das 10-jährige Bestandsjubiläum des Excellence Center Austria, der südburgenländischen Niederlassung des weltweit tätigen Unternehmens Expleo. Im Technologiezentrum Güssing, wo im Jahr 2013 mit 15 Mitarbeitenden die Herausforderung angenommen wurde, im IT-Sektor durch Digitalisierung nachhaltige Wertschöpfung zu generieren, arbeiten nunmehr 75 Expleoniers an digitalen Projekten mit dem Schwerpunkt Softwarequalitätssicherung und Testmanagement. In ihren Glückwunschreden gratulierten Landtagspräsidentin außer Dienst, Landtagsabgeordnete Verena Dunst, sowie Güssings Bürgermeister Vinzenz Knorr, dem ECCA zum Unternehmenserfolg und hob dabei die Bedeutung von Expleo als Arbeitgeberin für die Region hervor, die sich in vielen sozialen Projekten engagiert. Schönen guten Morgen und herzlich willkommen bei uns im Excellence Center der Expleo-Gruppe. Mein Name ist Silvia Röse-Paritz und ich freue mich, dass Sie heute hier sind und darf ganz besonders begrüßen die Frau Landesrätin Verena Dunst. Herzlich willkommen bei uns. Herzlich willkommen, Herr Bürgermeister von Güssing. Herzlich willkommen auch an die Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaftskammer Burgenland. Sie haben uns ja umfassend unterstützt, auch beim Beginn hier in Güssing. Und herzlich willkommen auch an die Vertreter der Schulen hier, vom Borg Güssing, vom Ecole, habe ich vorhin gelernt. Und wir arbeiten ja mit Ihnen auch laufend zusammen. Herzlich willkommen auch an, ich glaube vom AMS ist auch wer da, genau. Ja. Herzlich willkommen auch hier. Ich kann mich ganz besonders gut erinnern, auch gerade in den Anfangszeiten, aber wir arbeiten auch jetzt sehr viel zusammen und das freut mich sehr. Die Expleo Österreich wurde im Jahr 2000 gegründet. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich im Jahr 2012, also 12 Jahre später, Geschäftsführerin geworden bin, da waren wir 30 Mitarbeitende in Österreich. Jetzt sind wir 210. Diese Entwicklung macht mich besonders stolz und es freut mich sehr. Die Headline der Expleo ist Think Bold, Act Reliable. Also mutig denken und verlässlich handeln. Wir zeigen das nicht nur auf Mitarbeiterinnen-Ebene, sondern auch auf Kundenebene. Auf Kundenebene sieht man zum Beispiel das bei unseren langjährigen Kundenbeziehungen. Teilweise arbeiten wir schon 20 Jahre mit unseren Kunden zusammen. Aber auch unsere Umfragen, unsere Kundenzufriedenheitsumfragen zeigen das. Wir haben da bei der letzten Umfrage 100% Kundenzufriedenheit und 75% Weiterempfehlungsrate erzielt. Mit welchen Branchen arbeiten wir hier als Expleo in Österreich zusammen oder aus welchen Branchen kommen unsere Kunden? Das ist vor allem die Bankenbranche, Versicherungen, der öffentliche Bereich, aber auch der Energiebereich. Und mein Ziel ist es, oder was ich möchte oder was ich mir wünsche für die nächsten Jahre, ist auch im Healthcare-Bereich, Life Science, also in der Gesundheitsbranche Fuß zu fassen. Das heißt, es steht uns auch noch ein bisschen Wachstum bevor. Die Expleo Österreich kommt aus der Qualitätssicherung, also eigentlich aus dem Software-Test. Früher auch SQS, Software Quality Systems. Es geht uns, daher liegt uns die Qualität der Software wirklich am Herzen oder ist Teil unserer DNA. Es geht uns darum, Software zukunftssicher zu gestalten, Risiko zu reduzieren und die Qualität zu erhöhen. Das ist uns wichtig. Und weil uns die Qualität wichtig ist, dürfen wir heute nicht nur Qualitätssicherung für unsere Kunden liefern, sondern auch Prozessautomatisierungsvorhaben begleiten, Business Design für unsere Kunden machen, also wir schreiben Anforderungen für die Software für unsere Kunden oder auch hochqualitative Software entwickeln. Bei den Prozessautomatisierungsvorhaben geht es nicht nur darum, fachliche und organisatorische Prozesse zu automatisieren, sondern auch den Softwareentwicklungsprozess selbst.
Wir helfen unseren Kunden, Innovationen tatsächlich zum Leben zu bringen. Think Bold, Act Reliable gilt aber nicht nur für unsere Kunden und Kundinnen, sondern auch für unsere Mitarbeitenden. Das heißt, wir leben das auch für unsere Mitarbeiter. Das zeigt sich durch verschiedene Zertifikate, die die Expleo Österreich erreicht hat, wie Great Place to Work oder Top Kununu Arbeitgeberin, aber auch das Thema Frauen und Frauenförderung ist mir persönlich ein wichtiges Anliegen und das sieht man auch an unserer Equalita-Zertifizierung. Nicht nur Zertifikate, aber auch ein paar andere Zahlen unterstreichen das Think Bold und besonders Act Reliable auf Mitarbeiterseite. Österreichweit sind mehr als 17% der Expleo-Mitarbeiter mehr als 10 Jahre im Unternehmen und mit tatkräftig dabei. Mehr als 50% sind mehr als 5 Jahre dabei. Ich freue mich, dass wir 40% Frauen im Management haben, was für ein IT-Unternehmen eine schöne und hohe Quote ist. 2013 haben wir das Excellence Center in Güstrow gegründet. Wir wollten lokale Arbeitsplätze ermöglichen, wir wollten unseren Kunden Zusatzleistungen bieten und wir haben damals quasi schon disloziert. Heute ist Homeoffice jedem ein Begriff, aber in dieser Zeit war es noch Überzeugungsarbeit beim Kunden, dass man auch nicht von On-Site arbeiten kann. Das ist uns gelungen und wir sagen, wir liefern jetzt Nearshore an unseren Kunden. Das heißt, das Excellence Center Güssing bettet sich hervorragend in unsere globalen Excellence Center in der Expleo-Gruppe ein. Ich muss sagen, es war mir auch persönlich eine große Freude, dass wir in meiner Heimatregion, wo ich ursprünglich herkomme, hier auch eine Niederlassung gründen können. Und da möchte ich mich ganz besonders bei Ihnen bedanken, Frau Dunst, und auch Herr Bürgermeister bei Ihnen. Ich habe schon gesagt, AMS, die Schulen, weil Sie uns alle sehr viel geholfen haben in dieser Anfangszeit. Mein Dank gilt aber auch Frau Barbara Stolk, unsere Leiterin hier in Güssing, die das Team nochmal in einen größeren Schub und in Wachstum gebracht hat. Aber auch dir, Ralf Stillesen, Vorstandsmitglied bei uns in der Expleo-Gruppe, für die jahrelange Unterstützung und für die Gelegenheit, das zu tun. Und damit darf ich auch gleich an dich weitergeben, Ralf, für ein paar Worte zur Expleo-Gruppe generell. Ja, vielen Dank. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute hier bei dir, bei Ihnen, bei euch sein kann, um 10 Jahre Excellence Center in Güssing zu feiern. Wir hatten eben schon gesagt, bei der 5-Jahresfeier durften wir zum ersten Mal zusammen sein. Jetzt die 10-Jahresfeier zeigt im Prinzip die Kontinuität, die wir auch hier am Standort haben. Du hast es angesprochen, Silvia, ich glaube, Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit, ein ganz wichtiges Element mit all dem, was wir tun, nicht nur in Güssing, sondern auch international. Ich möchte auch nicht verheimlichen, dass auch die österreichische Gesellschaft diejenige in der Expleo-Gruppe ist, mit der höchsten Kundenzufriedenheit und der höchsten Mitarbeiterzufriedenheit, glaube ich, nicht zuletzt. Dein Verdienst, aber auch das Verdienst aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ich jetzt hier heute sehe, also das glaube ich wirklich auch Exzellenz an dieser Stelle. Was wir aber auch sehen, ist, dass ganz wichtig ist für die Aktivitäten in Österreich, in Wien, in Güssing, dass die Expleo-Gruppe und das Expleo Österreich Teil eines internationalen Verbunds ist. Wir sehen, dass wir in den Branchen, die du bereits skizziert hast, die wir auch in Österreich entsprechen, insbesondere in den Bereichen Banken, Versicherungen, zukünftig sicherlich auch noch im Bereich Life Science unterstützen, sehr erfolgreich und sehr aktiv sind. Die Expleo-Gruppe selber hat ein etwas breiter gefächertes Portfolio noch. Wir haben ungefähr 60% unserer Geschäftsaktivitäten in den Branchen Automotive, Transportation, Luftfahrt mit großen Kunden Airbus, Volkswagen, BMW, Alstom, Thales, alles das, was man sicherlich auch als internationalen Kunden hört. Ungefähr 60% unseres Portfolios fokussiert im Prinzip auf das Produkt selbst und so wie wir es hier in Österreich umsetzen, in den weiteren Branchen entsprechend, auch da, wo eher dann der Kunde, die Customer Journey, digitale Transformationsthemen im Vordergrund stehen. Alles das, denke ich, sind weiter Wachstumsmärkte. Wir sehen, dass wir gut
in Österreich insbesondere auch hier am Standort positioniert sind und wir sehen das insbesondere auch in unseren Kundenstrukturen, nicht nur globale Lieferketten oder globale Zusammenarbeit, sondern halt auch in der Expedio-Gruppe. Und ich denke auch da die Zusammenarbeit mit den weiteren Zentren, die wir in Ägypten, in Indien, in Rumänien haben, stärkt Expedio auch hier in Österreich, stärkt insbesondere auch diesen Standort. Und da die Gruppe in den letzten Jahren mit und auch nach der Pandemie im Durchschnitt jedes Jahr 18% wächst, haben wir auch ganz viel Zuversicht, dass wir diese Wachstumsraten, Silvia, auch weiterhin hier in Österreich sehen werden. Ich will jetzt nicht Budgetdiskussionen vorweggreifen, die wir in anderer Runde und anderer Form führen würden. Aber um Ihnen da auch eine gewisse Idee zu geben, wir sind ein schnell wachsendes, erfolgreiches Unternehmen, denke ich, insbesondere stark positioniert in vielen europäischen Märkten. Und dazu zählt insbesondere auch, und da sicherlich das Verdienst dann von dir, aber halt auch mit Unterstützung von allen denjenigen, die heute hier mit uns die 10 Jahre des Excellence Centers feiern und diese Erfolgsgeschichte weiterschreiben. Aber vielen Dank an alle, die uns die letzten 10 Jahre hier am Standort ermöglicht haben. Und damit darf ich dann, denke ich, übergeben an den nächsten Redner. Den nächsten Redner. Danke dir, Ralf, und ich darf jetzt dich, Frau Landesrätin, ein paar Worte bitten. Erst, meine Damen und Herren, Herr Vorstand, Frau Geschäftsführerin, Frau Standortleiterin, Herr Bürgermeister, Vertreter der Schulen, Vertreter der Wirtschaftskammer, AMS, Sie alle, meine Damen und Herren, die Sie heute mit uns diese 10 Jahre feiern. Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Aber was bedeutet der Geburtstag für Südburgenland? Und da bitte ich Sie, kurz mit mir die Zeitreise zurückzumachen. Wir haben uns vor 10 Jahren kennengelernt, Gott sei Dank, die Frau Magistra Resedaric, Geschäftsführerin, um meine Wenigkeit. Und ich weiß und ich glaube, ich verrate da nichts, was man nicht sagen darf, nämlich, dass schon auch andere Bundesländer gerne diese regionalisierte Stelle vor Ort hätten, gehabt hätten. Und da haben wir einfach ein Riesenglück gehabt, dass die Frau Magistra Resedaric, die Frau Geschäftsführerin, die Region kennt, aus der Region ist, und so durften wir uns auch kennenlernen. Und wir haben natürlich gemeinsam mit der WIPO Burgenland, damals WIPAG, mit der Wirtschaft Burgenland alles daran gesetzt, um hier wirklich Expedio vor Ort zu installieren. Es war uns eine große Freude, es war einfach vor 10 Jahren nochmal, ein Durchatmen, ein das Haus vollmachen. Das Technologiezentrum war zum damaligen Zeitpunkt bei weitem nicht dort, wo wir heute sind. Wir haben uns über jede Firma und besonders über so eine international wirkende, großartige, zukunftsorientierte Firma sehr gefreut. Ich bin sehr froh, dass vor allem durch Sie auch, aber mit Anstrengung der Wirtschaft Burgenland, dass es gelungen ist, dass hier von Anfang an die Entscheidung für das Burgenland, für den Standort Technologiezentrum Güssing gefallen ist. Das war vor 10 Jahren. Wir haben nicht nur wirklich um jeden Arbeitsplatz, den man hier installieren kann, wirklich gebuhlt sozusagen, gekämpft, weil damals die Umstände anders waren, als sie heute sind. Jeder Arbeitsplatz war wichtig in der Region. Die Region, die in der Entwicklung vorangeschritten ist, aber noch zu wenig Arbeitsplätze hatte. Heute, 10 Jahre später, wissen wir, wir sind wie andere Regionen Österreichs Gott sei Dank so, dass wir heute Facharbeitermangel haben und uns freuen, aus anderen Bundesländern, vor allem Wien-Graz-Bereich, unsere Menschen wieder einzuladen, zu uns zu kommen, in der Heimatregion zu arbeiten. Damals war das wirklich wie, Sie kennen den Ausspruch, Ostern und Weihnachten zugleich, als dann Expedio hier den Standort gewählt hat. 70 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Ich habe dann die Frau Magistra Resedaric nicht nur hier getroffen, sondern habe sie auch in Wien besucht. Und als erstes, Sie können sich vorstellen, habe ich gesagt, was macht Expedio tatsächlich? Sie haben das vorher, Frau Geschäftsführerin, großartig erklärt, genauso wie der Herr Vorstand. Aber ich habe mir erst eingearbeitet in die Materie und habe verstanden, wie wichtig es ist. Und ich denke, die Bedeutung einer Qualitätssicherung im Softwareleben ist immer wichtiger geworden. Und ich gratuliere allen, die hier einen Arbeitsplatz gefunden haben. Viele von Ihnen kenne ich persönlich.
Es war gerade am Anfang auch ganz wichtig, gute, motivierte, weltoffene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Und das war gar nicht so einfach damals. Aber es hat damals schon der Trend über Expleo stattgefunden, nämlich die Menschen wieder in ihre Heimatregion zurückzubringen und zu sagen, hey, du hast hier eine riesige Chance. Was zwei Dinge lassen sich vielleicht noch zusätzlich erklären. Was ganz wichtig war und ist, ist ihre interne Weiterbildung und Schulung. Ich habe gesehen, wie viele Menschen sie hier die Chance geben, schau dir das mal an, kannst du es und wir bilden dich weiter, du kannst bei uns Karriere machen. Bis zur Internationalität, was ja auch einige aus der Region mittlerweile geschafft haben, worauf wir natürlich sehr stolz sind. Das zweite Expleo ist sozusagen nicht nur eine Firma, die so wichtig war und ist auch nach 10 Jahren für uns in der Region, sondern was mir auch wichtig ist, sind zwei Dinge. Zusammenarbeit Schulen, der Herr Direktor des Gymnasiums, die Frau Direktorin der Ecole, der Obmann des Gewerbegymnasiums sind ja heute da. Und es ist ganz wichtig, mit den jungen Menschen zusammenzuarbeiten. Und gerade in diesem Bereich sind ja die jungen Menschen sehr affin. Qualitätssicherung, Softwareentwicklung und so weiter. Also vielen Dank dafür. Damit zeigen Sie das, was wir uns auch in der Politik bemühen, nämlich zu sagen, hey, großartige Arbeitsplätze und international sozusagen auch möglich, hier eine Karriere zu machen. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Das Zweite, was Sie wie immer, weil Sie eine unglaublich tolle, großartige Frau sind, nicht sagen ist, ich habe mich so gefreut wie die Standortleiterin und vielen Dank auch an Sie, weil Sie haben wirklich jedes Bemühen hier am Standort. Wir machen soziale Projekte, das macht in jedem Firma. Haben Sie jemanden, den Sie vorschlagen können? Ja, wir haben jede Menge Menschen, denen es nicht so gut geht, karitative Organisationen, Vereine, die ehrenamtlich arbeiten. Und das möchte ich auch heute erwähnen, nochmal, das ist nicht selbstverständlich von einer Firma. Und das ist großartig, dass sich hier jeder einzelne Mitarbeiter und Mitarbeiterin sich einbringt, wenn es um Sammeln und Machen und Tun und Umsetzen dieser Sozialprojekte geht. Und ja, der Herr Vorstand hat vorher schon gesagt, mich wundert nicht, dass die Mitarbeiterzufriedenheit so eine große ist, weil sie einfach eine große Gemeinschaft, ein Zusammenhalt entstanden ist und dazu kann man nur gratulieren und deswegen bleiben die Menschen auch bei der Firma und sind sicherlich auch sehr, sehr gut aufgestellt damit. Lasse ich also von mir seitens des Landes offiziell ganz, ganz herzlich bedanken. Auch ein Dankeschön für die Arbeitsplätze, die gute Zusammenarbeit in der Region, über die Region hinaus. Und verzeihen Sie, wenn ich heute eine Dame herausnehme, nämlich Sie. Ich kann es nur nochmal sagen, ohne Sie hätten wir diesen Betrieb hier nicht. Das weiß ich aus den Anfangsgesprächen. Und ich erlaube mir, Ihnen eine Blume zu überreichen aus der Region. Und übrigens, wir können wirklich was in der Region. Ich habe vorher schon gefragt worden, wer zaubert sowas hin. Der Innungsmeister, der Erdner, nämlich auch ein Grüßinger, unweit von hier raus und von dort, kommt natürlich auch die Pflanze. Vielen Dank, Frau Geschäftsführerin. Wir haben Ihnen ganz, ganz groß zu danken. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Und natürlich weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Vorstand, Frau Geschäftsführerin, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier in Güssing. Ein besonderer Tag, ein sehr erfreulicher Tag, nicht nur für die Firma Expleo, sondern auch für die Stadtgemeinde Güssing. Danke mal für die Einladung. Ich möchte eingangs recht herzlich zu dieser Jubiläumsfeier gratulieren. 10 Jahre, eine lange Zeit eigentlich. Ich kann mich noch erinnern, als wir unser erstes Gespräch hatten im Gemeindeamt, wo es um diese Neuansiedlung gegangen ist. Ich möchte mich bedanken, dass Sie sich für Güssing entschieden haben, für diesen Standort, wo sonst, wenn nicht im Technologiezentrum, mit dieser Aufgabe, die Sie übernommen haben. 10 Jahre sind vergangen und es hat sich viel getan eigentlich, nicht nur in Güssing, sondern in gesamt weltweit in Ihrer Firma.
Wenn man bedenkt, dass der Mitarbeiterstand von 16 auf 75 angewachsen ist, dann kann man sich als Bürgermeister und auch als jemand, der in der Region hier lebt, nur freuen. Denn vielleicht jenen, die immer wieder ein bisschen zwider sind im Südburgenland und immer nörgeln und alles negativ sehen, das ist ein positives Beispiel. Tu Gutes und sprich darüber, vielleicht wird es einem Müßigern vielleicht auch jetzt auffallen, dass sie trotzdem, was sie wissen, tut, dass die Anzahl der Arbeitsplätze steigt und in diesem Bereich besonders. Was mich besonders freut, dass natürlich sehr viele Jugendliche aus der Region ihren Job hier bekommen haben und vor allem, möchte ich auch sagen, der Frauenanteil mit 40%, Hut ab und recht herzlichen Dank, denn auch die Frauen bei uns brauchen ihre Arbeitsplätze und sie, das heißt ja, die arbeiten, die sind auch sehr fleißig, die Frauen. Herzlichen Dank dafür, wünsche natürlich für die Zukunft alles Gute, möge sich der Betrieb weiter so entwickeln und ich habe mir gedacht, wie ich hier reingekommen bin, alles ist so violett heute. Wenn ich das so mit der Natur vergleiche, dann haben wir jetzt momentan violett Astern und Herbstzeitlosen, aber ich wünsche der Firma Expleo, dass dieses Violett für den Frühlingskrokus steht, dass im Frühling alles wächst, gedeiht und weiterhin prächtig gedeihen möge. In diesem Sinne alles Gute für die nächsten 10 Jahre, zumindest einmal für die ersten nächsten 10 Jahre und für heute Nachmittag natürlich eine rauschende Geburtstagsfeier. Sie haben es uns redlich verdient. Alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Ich darf jetzt die Frau Storch bitten, ein paar Worte zu Güssing noch zu erzählen. Sehr gerne. Vielen Dank. Jetzt erstmal danke an alles, was schon gesagt wurde. Und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite an Sie alle. Wir freuen uns sehr, dass wir heute diesen Tag mit Ihnen gemeinsam begehen dürfen. Und ich freue mich, dass ich hier vertretend für das Team der Expleo Güssing jetzt vorne sitzen darf und ein bisschen was sagen darf. Aber wer und was sind wir eigentlich? Wir wissen jetzt, was wir tun, wie wir es tun. Wir sind über 70 Menschen, die zusammenarbeiten. Wir haben unterschiedlichste Lebensläufe, wir haben nicht nur junge Leute bei uns, wir haben auch viele Leute bei uns, die schon ältere Semester sind. Wir sind aus ganz verschiedenen Lebenssituationen zusammengekommen und genauso verschieden sind auch unsere Projekte, die wir machen. Wir machen große Projekte, kleine Projekte, wir arbeiten in ganz Europa und auch international. Wir arbeiten mit unseren Kollegen und Kolleginnen bis nach Indien zusammen, Südafrika, aber eben haben auch Projekte, die näher sind, Deutschland, Schweiz, Österreich sind natürlich unsere wichtigsten Abnehmer sozusagen. Allein in den letzten 2 Jahren haben wir über 15 neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei uns aufgenommen. Das gelingt uns natürlich sehr stark mit unseren Kooperationen. Wir haben ganz viele junge Menschen aus den Schulen, das wurde jetzt eh schon gesagt, aber ich möchte es gerne noch einmal erwähnen, die HTL Finkerfeld ist eine ausgezeichnete Schule, die die Menschen genau auf unsere Themen vorbereitet, aber auch das Morg in Güssing und das Ecole sind Schulen, die sehr, sehr gut sind, die gern mit uns arbeiten, wo wir sehr viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gefunden haben, unter anderem auch, jetzt habe ich, der steht jetzt auf der anderen Seite auch, der Manuel Koller, der ja hier in der Region sehr bekannt ist, gehört inzwischen zu uns und in unser Team. Wir haben aber auch Menschen, die einen ganz anderen Weg eingeschlagen haben, die einen Lehrberuf gemacht haben, sogar viele Jahre lang einen Beruf ausgeübt haben, auch im Handwerk. Ja, und dann den Sprung sozusagen in die IT gemacht haben, mit Unterstützung auch des AMS und des BFI Ausbildungen gemacht haben und dann bei uns einen Platz gefunden haben und sich weitergebildet haben, beziehungsweise das immer noch tun. Und es gibt tatsächlich einige Menschen, die eine internationale Karriere hinter sich haben und wieder nach Hause kommen ins Südburgenland, die einfach eine Erfahrung mitbringen, die wir gar nicht mehr aufbauen müssen, die mit ihrer Expertise hier unterstützen und die mit uns auch eine Arbeitgeberin finden, wo sie das nutzen können. Ich glaube, der letzte kam von Berlin nach Spinaz zurück, aber da gibt es viele Geschichten dazu. Du hast es für ganz Österreich erwähnt, Silvia, aber auch in Güssing haben wir über 48%
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die seit mehr als 7 Jahren da sind. Wir haben 6 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die heute auch ihr 10-jähriges Jubiläum mit uns feiern, sogar einen 7., der allerdings kurz davor in Pension gegangen ist, aber auch mitfeiern wird heute. 56% sind mehr als 5 Jahre bei uns. Also man sieht, wer zu uns kommt, der bleibt auch gerne. Wir haben 78% unserer Leute kommen aus dem Burgenland. Wir haben aber beim Burgenland nicht Halt gemacht. Wir haben 11% aus der Steiermark bis nach Regensburg oder Fähring, wo ich her bin, aber auch Hartberg und Fürstenfeld sind dabei. Und wir haben 11% Menschen aus Ungarn, die früher täglich von Ungarn über die Grenze ins Technologiecenter gefahren sind, heute meistens im Homeoffice arbeiten und aber trotzdem zu Gelegenheiten wie heute und unseren monatlichen Gelegenheiten immer gerne wieder herkommen. Im Burgenland, vielleicht auch noch zu erwähnen, wir haben 7, glaube ich, Güssinger und Güssingerinnen, aber auch aus Oberwart, Rechnitz, Stegersbach, Stenaz, Pinkerfeld, also wir haben uns wirklich hier ausgebreitet und nehmen gerne von überall her. Ich habe schon gesagt, jung und alt, unsere jüngsten MitarbeiterInnen sind 20, aber wir gehen bis 65, das heißt, wir haben einen Altersdurchschnitt von 33 Jahren. Und das ist auch wichtig, dass wir verschieden sind, dass wir aus verschiedenen Bereichen kommen, dass wir verschieden jung sind, dass wir verschiedene Geschichten haben, weil das macht unseren Spirit auch aus. Das macht uns zu einem Team. Und was ganz stark in diesem Team zu spüren ist, ist der Wunsch, etwas für uns gemeinsam zu machen. Wir haben ganz viele freiwillige Helfer und Helferinnen, die ganz viele tolle Ideen eingebracht haben für den heutigen Tag, die uns da unterstützt haben. Und wir haben auch einen gemeinsamen Wunsch, für die Region etwas zu tun. Wenn es mal Notebooks gibt, die nicht mehr gebraucht werden, dann sind wir sehr schnell auf der Suche nach einer Schule oder einem Verein, wo wir die übergeben können, damit auch dort die Digitalisierung vorangetrieben werden kann. Sozialprojekte haben Sie schon erwähnt. Aber vielleicht auch, weil es uns nämlich auch Spaß macht, wir sponsern auch die Zeltfeste in der Gegend, nicht nur mit Bier, sondern auch mit unserer Anwesenheit. Also wir freuen uns auf das gemeinsam, gemeinsam dann feiern zu können. Und das finde ich ganz, ganz besonders großartig. Der Standort ist toll, die Menschen hier sind großartig und wir arbeiten zusammen in unseren Projekten für Expeo, für unsere Kunden, aber auch für die Region. Und ja, heute feiern wir 10 Jahre, aber wir freuen uns auf viele, viele weitere Jahre miteinander. Und damit sage ich vielen Dank und übergebe noch an meine Kollegin, die Bianca. Du bist jetzt auch schon viele Jahre bei uns und du hast auch noch ein paar Dinge zu sagen. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Bianca Groß, ich bin 36 Jahre und lebe und wohne in der Steiermark, im Bezirk Hartberg. Habe dann das Bundesoberstufen-Realgymnasium besucht und dann die Matura abgeschlossen. Danach hat es mich ins Burgenland gezogen, nämlich genauer gesagt nach Pinkerfeld, zur FH Pinkerfeld. Habe dort dann Energie- und Umweltmanagement studiert und abgeschlossen. Ja, und wie es so ist nach dem Studium, war man eben auf Jobsuche. Und ich kam dann dank eines Hinweises von meinem Papa, der gesagt hat, da in Güssing gibt es doch eine Firma, die macht was mit Computern, eben an den Standort nach Güssing. Das ist jetzt also 8,5 Jahre her und ich habe hier quasi als Quereinsteigerin begonnen, aber dank unserer eigenen Expeo Academy, also sprich Weiterbildung bei uns innerhalb des Hauses, konnte ich mich von der Software-Testerin zum Automation Engineer, zum Teamkoordinator und jetzt zum Quality Assurance Lead weiterentwickeln. Aber jetzt fragen Sie sich vielleicht, ja gut, was machen denn diese ganzen Jobtitel eigentlich so tatsächlich den ganzen Tag? Und das möchte ich Ihnen kurz jetzt ganz kurz ein bisschen erklären. Stellen Sie sich vor, es gibt einen Entwickler, einen Programmierer und von dem bekommen wir ein Stückchen Software. Das kann neue Software sein oder Software, die überarbeitet worden ist.
Und diese Software muss natürlich gewissen Anforderungen entsprechen. Diese Anforderungen sind vor allem gemeinsam mit dem Kunden definiert worden. Und von diesen Anforderungen leiten wir eben Testfälle ab. Und diese Testfälle dokumentieren wir, in welcher Form auch immer. Es kann ganz simpel auf einem Blatt Papier sein oder mit einem Tool, zum Beispiel Windows, Excel, Word oder mit einem anderen Tool. Und wenn die Software eben fertig programmiert ist, testen wir diese dann. Und dieses Testen kann auf zwei verschiedene Arten und Weisen passieren. Man kann es manuell testen oder automatisiert. Manuelles Testen können Sie sich einfach so vorstellen, wir sitzen dann vor unserem Rechner und haben unsere Vorlage des Testfalls und klicken diese durch und geben die Eingaben ein und dokumentieren unsere Ergebnisse. Und beim automatisierten Testen haben wir schon relativ viel Aufwand zuvor, denn wir geben dieses, was der Computer ausführen soll, geben wir zuvor in ein Tool ein. Und genau zum Beispiel das ist etwas, das liebe ich an meinem Job, weil es ist oft gar nicht so leicht, einem Computer, einer Maschine beizubringen, wo soll sie denn jetzt hinklicken, was soll sie wo eingeben, wie kann dieser Computer das nun ansteuern. Denn Dinge, die zum Beispiel für uns Menschen ganz leicht sind, können für den Computer schwierig sein oder eben umgekehrt. Und es ist aber nicht nur diese Tätigkeit, weshalb ich jetzt schon 8,5 Jahre hier bin, sondern ich möchte ganz besonders den Team Spirit hier in Güssing hervorheben. Denn obwohl wir ein international tätiges Unternehmen sind mit 16.000 Mitarbeitern weltweit, haben wir hier in Güssing ja schon fast ein familiäres Verhältnis. Und deshalb, wir sind alle per Du. Und egal wie stressig auch manche Projektsituationen sind, die Kollegen sind immer für ein Späßchen zu haben. Und dementsprechend möchte ich die Gelegenheit auch kurz nutzen, um mal Danke zu sagen an unsere Geschäftsführende Silvia Resendaritz, denn unter anderem dank ihr ist überhaupt der Standort hier möglich und ich habe den Job. Also vielen Dank und vor allem danke auch an die Barbara Stoeck, die eine der coolsten Personalvorgesetzten und Standortleiterinnen ist, die wir je gehabt haben. Und abschließend ein großes, großes Danke an all meine Kollegen, denn nur dank der guten Zusammenarbeit mit Ihnen ist es uns möglich, dass wir täglich auch eine ausgezeichnete Arbeit an unsere Kunden abliefern können. Vielen Dank.